Übung zur Wunschtechnik. Ich möchte noch ein paar Beispiele durchgehen. Ich bringe den Einwand und ihr behandelt ihn. Nur mit der Wunschtechnik. Zunächst nur mit der Wunschtechnik. Das Mikrofon steckt wo? Okay, fangen wir doch gleich bei dir an und du gibst es einfach da, darüber, dass wir hier wieder rauskommen, ja? Bei euch. Okay, los geht's. Ich gebe dir einen Einwand und du feuerst mit der Wunschtechnik, ja? Ich muss es erst nochmal mit meinem Mann besprechen. Dann ist es Ihnen also besonders wichtig, dass Ihr Mann erkennt, dass das Ganze wirklich stimmig ist, nicht wahr? Applaus. Sehr gut, Dominik. Wunderbar. Nächster Einwand. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das gibt es nicht. Das geht nicht. Das glaube ich nicht. Da können Sie mir erzählen, was Sie wollen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dann ist es ich glaube also das nicht. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass Sie sich felsenfest davon überzeugen können vor Ort. Achtung, das Gegenteil von ich glaube. Ich glaube nicht, dass es geht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Dass Sie wissen, dass es geht. Das Gegenteil von nicht glauben heißt? Glauben. Ja, und wodurch werde ich fest daran glauben? Überzeugt. Weil du es schaffst, mir Beweise zu liefern, genau. Mhm. Oder Dinge zu zeigen, damit ich glaube. Beginne zu glauben. Jetzt nochmal. Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht, dann ich glaube es nicht. Ist es Ihnen also wichtig, dass ich Ihnen das beweisen kann? Damit. Damit Sie das glauben können? Wie soll das denn gehen? Spürst du schon? Aus meiner Antwort hast du mich schon ein Stück weiter in Richtung Abschluss geführt. Jetzt frage ich nicht mehr, kannst du das überhaupt beweisen oder nicht? Gibt es das oder gibt es das nicht? Sondern nein, wie geht das? Eine völlig andere Betrachtungsweise. Ich stelle es nicht mehr in Frage, sondern nur noch den Weg. Aber wir sind schon auf dem Weg. Ja? Ja. Gut? Ja. Im Tresor? Gut. Bitte schön. Name, Dienstgrad? Sascha. Sascha. FDL. Verkauft? Finanzdienstleistung. Endlich mal was Neues. woher kommst du, Sascha? Berlin. Scheiße. Kein Vorteil. Natürlich, das Wort bitte schneiden. Ja, ich hätte nämlich den Einwand sonst gebracht, ich möchte einen Berater vor Ort. Wir sind ja hier in Berlin. Mhm. Dann nehme ich den nächsten. Ich möchte mich nicht von Ihnen bedrängen lassen. Dann ist es Ihnen also wichtig, oder besonders wichtig, sich nicht bedrängen zu lassen, sich um... Okay, mach gleich den Wunsch draus. Was ist das Gegenteil von bedrängen? Eine freie Entscheidung treffen zu wollen. Oder auch in Ruhe sich zu entscheiden. Ja. Gut, normal. Also dann ist es Ihnen besonders wichtig, sich hier in Ruhe entscheiden zu können. Oh ja, das ist mir sehr besonders wichtig, weil ich möchte mich nicht von Ihnen bedrängen lassen. Da gab es nämlich schon mal jemand, da habe ich es dann bereut, gekauft zu haben, bitte. Dann möchten Sie also in nächster Zeit durch Überzeugung einen Kauf tätigen. Richtig, das Gegenteil von nichts mehr bereuen, von bereuen ist? Kaufen. Wollen. Nicht bereuen. Das Produkt anschließend zu lieben. Ja. Sich mit der Entscheidung wohlzufühlen. Nicht wahr? Mhm. Na los. Dann ist es Ihnen also besonders wichtig, mit dieser Entscheidung sich danach auch wohlzufühlen. Oh, das wäre zu schön. Aber wissen Sie was? Das ist zu schön, um wahr zu sein. Bitte? Dann ist es Ihnen also besonders wichtig, dass mir das leicht fällt. Auch bei Ihnen? Ja. Gelingt. Gelingt, genau. Und dass es auch bei Ihnen wahr werden wird und kann. Hm? Okay. Hm? Okay, gut. Nächster. Michael. Du heißt Michael und verkaufst, wie heißen die Dienstleistungen nochmal? Agrarwirtschaftsdienstleistungen. Richtig, ja. Richtig, genau. Da habe ich eine besondere Liste von Einwänden. Okay, Micha. In den Medien wird ja immer wieder gerade vor solchen Angeboten und Methoden wie den ihrigen gewarnt. Ich habe neulich erst wieder einen Bericht gesehen, da haben Sie gar nicht gut abgeschnitten. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass wir zeigen, dass die Medienberichte auf uns nicht zutreffen und Sie mit uns eine gute Wahl getroffen haben. Warum sollten Sie denn ausgerechnet die Ausnahme sein, ganz ehrlich? Dann ist es Ihnen also wichtig, dass wir eine Ausnahme sind.
Moment mal, das behaupten Sie doch jetzt nur, um einen Termin sich zu erbetteln, zu erschleichen. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass ich Ihnen das auch schwarz auf weiß zeige und Sie das selbst nachprüfen können. Das sind doch alles gefälschte Unterlagen. Dann ist es Ihnen wichtig, dass die Unterlagen der Wahrheit entsprechen. Das kann jeder behaupten. Dann ist es Ihnen wichtig, dass ich Ihnen das schwarz auf weiß zeige und nicht nur so behaupte, sondern Sie das selbst erkennen können. Ganz ehrlich, das klingt für mich noch nicht überzeugend. Dann liegt es Ihnen also am Herzen, dass ich Sie voll und ganz überzeuge. Das schaffen Sie sowieso nicht. Dann liegt es Ihnen also am Herzen, dass ich Sie voll und ganz überzeuge und es schaffe. Nehmen Sie da nicht den Mund ein bisschen zu voll? Ihr seht, dass ich mich langsam von meinem Standpunkt ab wegbewege und jetzt nur noch um die Frage geht, ob ich die Ausnahme anerkennen möchte. Um diese Frage dreht es sich im Moment, bitte. Sag deine letzte Aussage. Nehmen Sie da nicht den Mund etwas zu voll? Sagen Sie mal, bei welcher Verkaufsschule waren Sie denn? Sie können doch nicht mal meinen letzten Einwand abspeichern. Also, nehmen Sie da nicht den Mund ein bisschen zu voll? Dann liegt es Ihnen also am Herzen, dass ich den Mund nicht zu voll nehme, sondern Ihnen das zeigen kann. Na gut, ich habe mich breitschlagen lassen. Ja, also du siehst, man kann irgendwann nicht mehr aus der Nummer raus. Und ihr seht, ja, Hardcore, Beifall, Micha, ja. Man kann aus der Nummer nicht mehr raus. Und viele Verkäufer bestätigen immer wieder, dass allein durch die Anwendung ein und dieser selben Technik, nur mit leichten Formulierungsänderungen, dann ist es ihnen also wichtig, dann legen sie also großen Wert darauf, dann wünschen sie sich also, dann ist es also besonders von besonders großer Bedeutung für sie, dass man mit einer derselben Technik locker 5, 6, 7 Einwände am Stück entkräften kann, wenn man nur die Syntax ein bisschen ändert, die Verpackung, und dass der Kunde davon nichts spürt. Der Kunde weiß nicht, dass du eine Technik verwendest. Der kann sich noch nicht mal erinnern, was du gesagt hast in den letzten 30 Sekunden. Die meisten nicht. Ja. Möchtest du? Mikrofon besorgen vorher? Wenn du eine Frage hast, wir haben zwischen 17.20 Uhr und 17.55 Uhr eine Fragestunde. Eine halbe Stunde. Oder direkt dazu? Okay, prima. Danke, Michael. Sehr gut. Nach oben. Oder Akku schlecht. Ja, wir tauschen das Mikrofon, so viel Zeit ist. Genau. Christian, wie viel Zeit? In diesen bis 15 Uhr? Hallo? Wunderbar. Können wir noch üben, ja? Okay. Ganz genau, meine Frage bezieht sich darauf, wir gehen hier ja eine ziemliche Gratwanderung. Wir reproduzieren ja die Äußerung des Kunden, müssen sie aber doch so darstellen, dass wir ihm nicht nach dem Mund reden, sondern dass es individuell abgewandelt klingt. Das ist meine Frage, wie man da authentisch bleibt. Die Frage gehört in die Fragestunde. Ja, weil da möchte ich gerne 2, 3 Dinge mehr dazu sagen, dass du sie bitte aufschreibst und gerne, heute Abend nochmal stellst, weil die betrifft nämlich nicht nur die Wunschtechnik, sondern alle Techniken. Jetzt kommen wir schon in diesen Bereich, wo die ersten Zögerer oder Zweifler, ist nicht bös gemeint, ja, sich die Frage stellen, ja, hey, das ist ja wie Brezelbacken. So einfach ist es dann auch wieder nicht. Es ist nicht so einfach. Ja, man kann sich's aber zusätzlich erschweren. Das sage ich jetzt schon mal. Ja, darauf gehen wir aber heute Abend mehr ein. Da möchte ich noch ein paar Worte mehr dazu sagen, weil es ein wichtiger Aspekt ist, lieber Thomas, Frank. Wunderbar, wusste ich's doch. Lieber Frank, deshalb nicht vergessen die Frage. So, das Mikrofon, lieber Frank, kannst du es bitte mal nach hinten geben? Ist schon weg, wo ist es denn hin? Ja, machen wir in der Reihe noch was. Nee, ganz hinten, da hinten. 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommen wir noch nach vorne. Michael gibt es dann weiter. Wir haben nämlich jetzt noch 16 Minuten Zeit. Los geht's. Wer hat das Mikrofon? Ja, gibst du mal nach hinten. Da ist ein Teilnehmer. Da, er, genau. Mit dem grünen Bändchen. Ja? Hallo? So, hallo, hier ist Carsten. Mit wem spreche ich? Reinhard. Mit Reinhard. Grüß dich. Aus? In der nördlichen Berliner Stadtrand. Nördlicher Berliner Stadtrand. Okay, also, was verkaufst du, Reinhard? Arzneimittel und Gesundheitsprodukte. Wunderbar. Na gut. Mache ich einen eigenen Einwand, den sehe ich hier gerade nicht. Wissen Sie was? Pharmaindustrie sind alles Verbrecher.
alles Abschneider, Manipulateure und Chemiker. Dann ist es Ihnen also wichtig, ein wirklich wirksames und ethisch geprüftes Mittel zu bekommen. Ethisch geprüft? Das geht doch bei der Pharma gar nicht. Die müssen doch Profite erwirtschaften. Dann ist also wichtig, dass der Profit sozusagen auch Ihnen zugutekommt innerhalb des guten Preises. Ja. Ach so, des guten Preises. Also Sie wollen behaupten, das Produkt sei ethisch, ja? Das heißt sozusagen... Meine Frage. Ja. Dann ist Wie also, wollen Sie das beweisen? Dann ist es also wichtig, dass Sehr ich gut, Ihnen du hast dich nicht Beweis liefere ja. dafür. Ja, bitteschön, welchen hätten Sie denn? Ja, erstmal sehr gut, weil du hast dich nicht ins Boxhorn jagen ja, lassen. Die meisten fangen gleich an, aufgeregt zu intervenieren und genau, hecheln und wollen irgendwas glattbügeln. Du stellst erstmal eine coole Frage, dann ist es ihnen also wichtig, dass ich ihnen einen Beweis liefere. Verschaffen sich Zeit, Raum, halten das Gespräch schön unten, ja, und im Fluss, ja. Und dann habe ich dir geantwortet, ja, welchen Beweis haben Sie denn? Und du bleibst schön in der Technik, ja. Welchen Beweis haben Sie denn? Dann legen Sie also Wert darauf, dass... Da legen Sie also Wert darauf, dass ich Ihnen einen überzeugenden Beweis liefern kann. Genau. Und dass Sie den persönlich in Augenschein nehmen und prüfen können. Und mir gleich noch 2, 3 kritische Fragen stellen, um zu überprüfen, ob ich den Beweis auch verteidigen kann. Wie klingt das für Sie? Ja, das klingt gut, ja. Wie fühlt es sich an? Was sagt dein Bauch? Dein Nordberliner Bauch. Gut, ist gut, ja? Gut, okay. Ja, diese Verknüpfungen, die sind interessant. Eben ja, da kommen wir noch dazu. Von dem einen zum anderen. Da kommen wir noch, ja. Das ist das Jetzt Spannende. Arbeiten wir uns erstmal Schaufel, Spaten, Hacke, Säge und dann irgendwann wird es ein Werkzeugkoffer, ja? Okay, Dankeschön. Nächster. So, dein Name? Der Uwe aus Uwe, Chemnitz. Grüß dich. Baufinanzierung, Baufinanzierungen. Eigenheimbau. So. Eigenheimbau, ja. Also, naja, mit so einem Haus, ich bin lieber Mieter. Es behaupten doch alle, dass man mit einem eigenen Haus am Ende auch einen großen Teil für seine Absicherung der Altersvorsorge getan hat. Ich bin da anderer Meinung. Am Ende zieht doch eh jeder den Kürzeren, weil die Bank gewinnt. Dann ist es für Sie wichtig, dass nicht die Bank der Gewinner ist, sondern Sie in Ihrem neuen Haus Ihre Wohnträume. Das hört sich alles sehr traumhaft an, doch wie wollen Sie das denn machen ohne Bank? Dann ist es Ihnen wichtig, dass es... Die erzeugen doch mit F5 einen Buchungssatz, 200.000 Euro durch Bilanzverlängerung. Und wenn ich dann meine Kohle nicht zurückzahlen kann... Dann fänden die mir durch aus dem Nichts geschöpften Geld meine echten Sachwerte. Spinnen Sie! Wie soll das denn funktionieren? Nur als Beispiel. Wenn du an so einen Freak wie mich gerätst, musst du dir das anhören. Ja. Dann wäre es Ihnen wichtig, dass es eventuell zu dieser Finanzierungsform auch eine Alternative geben könnte. Ach so, da höre ich aber jetzt das erste Mal davon. Wie soll das denn gehen? Wäre das für Sie eine... Wie soll das denn gehen? Dann Warte, ich mach's nochmal. Wie soll das denn gehen? Okay. Dann ist es Ihnen wichtig, dass ich Ihnen dort einige Wege oder Lösungen aufzeigen kann. Na gut. Na gut. Ja, also, jetzt habe ich mal auf mein Herz gehört. Genau, so würde ich reagieren. Na gut. So, danke vielmals, Uwe. Jens oder Sven? Sven. Sven, grüß dich aus Stuttgart. Boah, nee. Entschuldigung, kommt hier jemand aus Stuttgart? Aus Stuttgart? Gut, ihr könnt dann gemeinsam Kuchen essen gehen, ja? So, also. Schliersee aus Bayern. Sven, aus Bayern. Okay, los geht's. Ja, Frage? Ja, warte. Hören Sie bloß auf. Ich habe mein gesamtes Geld mit Leuten wie Ihnen verloren. Ich auch. Ja. Ich auch. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass Sie selbst feststellen oder dass wir gemeinsam feststellen, dass Sie einen finanziellen Vorteil aus der Bekanntschaft schließen. Ich wiederhole nochmal, gesamtes Geld mit Leuten wie Ihnen verloren. Das Gegenteil von gesamtes Geld verlieren. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass wir gemeinsam Ihr verlorenes Geld wieder zurückholen.
Das klingt sehr verwegen. oder finden. Ich kenne ja dein Hausbaukonzept. Ja. Du machst noch Geno, ja? Ja. Okay, wenn man so will, ist es die Umkehr dessen, was er schon erlebt hat. Das System fußt ja gerade darauf, dass er es nicht verlieren kann, sondern dass er, wenn er schon in Schwierigkeiten gerät, wieder aussteigen kann und dann sogar noch weite Teile das seines... Das war jetzt speziell auf... Okay, da habe ich jetzt nicht... Ja, ich dachte, ich tue den Gefallen damit. Bitte, bitte. Ja, also, dann ist es Ihnen also wichtig, dass Sie in diesem Fall, egal was passiert, das Geld nicht verlieren, sondern dass Sie es hinzugewinnen, während Sie schön gemütlich in Ihrem neuen Haus wohnen. Und dass sich das Geld nicht die Bank krallt am Ende, falls es mal Schwierigkeiten geben sollte. Nicht wahr? Dann ist es Ihnen also wichtig, dass, egal was die Zukunft bringt, Sie auch in der größten Katastrophe immer als Gewinner am Ende dastehen. Nicht wahr? Und nicht als Kreditopfer. Stimmt's? Dann ist es Ihnen also wichtig, dass es nicht nur Wunschdenken ist. Ist mir, ja. Sondern, dass ich das beweisen kann. Und dass ich es vor allem selbst auch sich selbst vorrechnen kann, nicht wahr? Richtig. Und es ist Ihnen wichtig, dass ich Ihnen erkläre, wie das geht. Stimmt's? Auch richtig. Und dann ist Ihnen wichtig, nachdem Sie Blut geleckt haben, dass ich das nicht nur so behauptet habe, sondern dass es auch für Ihre Familie möglich ist. Auch wenn Sie im Moment nicht so gut finanziell dastehen. Habe ich recht? Nee, haben Sie nicht. Stattdessen? Mir geht's finanziell gut. Du hast doch eben noch gesagt... Ich habe mein ganzes Geld mit Leuten wie Ihnen verloren. Ach so, okay. Davon bin ich ausgegangen. Ach so, okay. Na gut. Also, wer noch nicht weiß, von wem er heute Abend zum Abendessen eingeladen werden will und wird, da ist der Sven. Ja? So, Sven, vielen Dank. Aber du bekommst noch eine Chance. Achtung, nochmal. Ich wüsste jetzt nicht, an wen ich Sie weiterempfehlen sollte. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass wir gemeinsam einen Empfehlungsgeber finden. Ich wüsste jetzt nicht, an wen ich Sie weiterempfehlen könnte. Du hast mich gefragt, können Sie mich weiterempfehlen? Warte, ich löse kurz auf und helfe. Warte mal, vielleicht ein bisschen. Doch, dann ist es Ihnen wichtig, dass wir gemeinsam einen Empfehlungsgeber finden. Sehr gut, ja. Ja, wer kommt denn da so in Frage? Wäre dann die nächste logische Gegenfrage des Kunden. Ich wüsste jetzt nicht, an wen ich Sie weiterempfehlen sollte. Ja, du hast mir die Frage gestellt, dann ist es Ihnen so wichtig, dass wir jemanden finden, beide gemeinsam, für den das sehr gut passt und an dem wir mich weiterempfehlen können, nicht wahr? Damit wir dem einen Gefallen tun. Ist doch so, oder? Ja. Ja, wer soll denn das sein? Was glauben Sie, wie finden wir das heraus? Ja, wäre dann die nächste Frage. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass wir... Dass wir das gemeinsam heute, dass wir das gemeinsam... Herausfinden. Na klar, und jemanden finden, dem wir was Gutes tun können. Wer fällt Ihnen ein? Sehr gut, Applaus, sehr schön, wunderbar, gut repetiert. Wer fällt Ihnen dabei ein? Jawohl. So, nächster, gleich rum. Daniel? So. Daniel, ich grüße dich aus... Helmstedt, wo in der Nähe von? Da, wo früher... Das Anschlussgebiet endete? Genau, dahinter sogar noch. Gut, okay, ja. Im Bereich Fitnessstudio. Fitnessstudio, Helmstedt. Ich darf Anschlussgebiet sagen, ich bin auch Ossi. Ja, okay. Wissen Sie was? 30 Kilo abzunehmen in 5 Monaten, darauf falle ich gar nicht erst rein. Dann ist es also wichtig, dass ich eine Möglichkeit aufzeige, in dieser kurzen Zeit 30 Kilo abzunehmen. Okay, angenehm, sehr gut, richtig. Was ist das Gegenteil von nicht darauf einfallen? Wie bitte? Wie? Nicht reinfallen. Das Gegenteil von nicht reinfallen ist reinfallen. Ach so, ja. Gehen wir einen ganz unorthodoxen Weg. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass Sie auf mich reinfallen. Aber nur aus einem Grund. Weil Sie schon nach 2 Wochen sehen, wie das Gewicht purzelt und dann gerne reingefallen sind, nicht wahr? Ja. Ja, so irre ist das. Man kann sogar den Leuten die Möglichkeit eröffnen, zu sagen, ich möchte gerne reingelegt werden, wenn es was bringt. Stehe ich mir wenigstens und nehme Erfolg nicht im Wege. Ja, okay, prima.
Mikrofon nehmen wir hier vorne. Michael, hast du es weitergegeben an den Hartmut. Hartmut, naja, Hartmut, Sie machen ja nicht gerade einen besonders seriösen Eindruck. Steht hier. Fest, ja. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass ich, dass ich einen positiven Eindruck bei Ihnen hinterlasse. Haben Sie, ja, genau. Genau. Ja. Wann treten wir den Beweis an? Was ist das Gegenteil von positivem Eindruck hinterlassen? Denk mal außerhalb des Tellerbereiches. Ist Eindruck und das Äußere wirklich alles, worauf es ankommt? Das kommt aufs Gefühl an. Nee, sag ja oder nein? Ja. Hä? Es kommt aufs Gefühl an. Na gut, okay, nochmal von vorne. Ich stelle folgende These auf. Es ist nicht wichtig, wie du aussiehst, sondern wie gut mir dein Produkt heute, morgen und in der Zukunft tut. Einverstanden? Ich kaufe auch von einem absolut unseriösen, hässlichen Verkäufer, wenn ich sicher bin, dass der Wagen 10 Jahre lang nicht kaputt geht. Einverstanden? Einverstanden. Es ist mir völlig wurscht, wie ungebildet der Versicherungsverkäufer ist. Wenn in der Police steht ABCDE und ich kriege das dann so, ha, Geld stinkt nicht. Einverstanden? Ja, du musst dich jetzt nicht direkt angesprochen fühlen. Ich wollte nur jemanden, der mir irgendwie eine Bestätigung... Ich brauche auch ein bisschen Bestätigung. Also, nochmal. Könnte es sein, dass Aussehen gar keine Rolle spielen muss? Der Eindruck, den ich habe, den oberflächlichen. Ich habe jetzt die Frage nicht mehr verstanden. Könnte es sein, dass... könnte es sein, dass Aussehen gar nicht unbedingt... Jetzt kenne ich meine eigene Frage nicht mehr. Gar keine ausschlaggebende Rolle spielen muss. Ich bin jetzt total von der Rolle, ich weiß es nicht. Na gut, ich helfe dir, pass auf. Sie machen mir ja nicht gerade einen besonders seriösen Eindruck. Dann ist es Ihnen wichtig? Dann ist es also für Sie wichtig, dass Sie einen seriösen Partner haben. Statt nur eines seriösen? Statt nur einen seriösen Anzug. Ja! Das ist doch das, was die Leute sich wünschen. Heutzutage sehen ja alle gleich durchgeschniegelt aus. Jeder kommt mit einer anerlernten Taktik, wie komme ich möglichst getarnt an die Brieftasche. Tarnung heißt, ich behandhabe mich der mir zur Verfügung stehenden Mittel der Täuschung, der Camouflage, der Tarnung und Anpassung und bleibe möglichst bis zum Abschluss, bis kurz nach dem Abschluss unerkannt. Ja, die Hülle. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass ich weniger einen guten Eindruck mache, sondern ein gutes Produkt anbiete, was Sie langfristig, nachhaltig, angenehm beeindruckt, nicht wahr? Ja. Hier siehst du, ist das schön. Aber die Menschen auf den Gedanken zu bringen, dass Äußeres nichts zählt, das haben sie jahrelang so gelernt. Sie achten darauf und wissen noch gar nicht, dass sie fast reflektorisch, automatisch ihre Entscheidungen nach den Äußerlichkeiten treffen, sind dann natürlich überrascht, dass das gar nicht so ist, wie sie sich das eingebildet haben. Ja? Was machst du dann mit den Leuten? Ja, dann werde denen, komm mal los. Das liegt nämlich grundsätzlich nicht an denen, sondern immer an der Außenwelt. Ja? So, nächster. Wie viel Zeit haben wir noch, Christian? Break? Okay, gut, prima. Dann behalten wir das Mikrofon gleich hier, lieber Thomas. Thomas? Gut. Also, Übungen zur Wunschtechnik soweit durch. Jetzt Einwandbehandlungsspiel Level 2 für 30 Minuten. Ich würde hierzu gerne ein Beispiel bringen oder zwei, bevor wir spielen. Und zwar anhand der Einwand-Vorwand-Technik. Hier nochmal schnell zurück. Thomas, gib mir schnell einen Einwand. Einen von deiner Liste. Ich mache kurz ein Beispiel. Jetzt. Gut, Thomas. Ich überlege mir das noch. Im Abschluss. Gibt es, außer, dass Sie mir im Moment sagen, ich möchte mir das noch überlegen, weitere Gründe, die Sie zögern lassen, heute das Geschäft mit mir abzuschließen? Nein. Dann ist es also wichtig, Achtung, jetzt kombinieren wir die beiden Techniken, dann legen Sie also Wert darauf, dann ist es also von besonders großer Bedeutung, dass Sie heute schon Dinge sehen, genügend Gründe erkennen und ein Angebot von mir bekommen, das sie veranlasst, heute schon
mit gutem Gewissen Ja sagen zu dürfen. Na, nach jeder Entscheidung muss ich eine Nacht drüber schlafen, also deswegen brauche ich noch ein bisschen Zeit. Prima. Dann gibt es denn außer, dass Sie nochmal drüber schlafen müssen, sonst noch Gründe, die Sie Nein. zu bewegen? Nein. Dann ist es also wichtig, dass mein Angebot morgen, nachdem Sie aufgewacht sind, genau noch so toll aussieht wie heute. Das wird sich ja bestimmt nicht verändern, oder doch? Dann legen Sie also Wert darauf, dass meine Aussagen von heute auch morgen noch Gültigkeit haben. Herr Bayreuther, das habe ich aber vorausgesetzt. Was kommt jetzt? Ihr spürt, jetzt brauchen wir ein neues Werkzeug. Stimmt's? Wollen wir mal was anderes probieren? Dann ist es Ihnen also wichtig, dass Sie heute schon erkennen. Nee, es passt nicht. Ich würde euch eine andere Technik vorschlagen. Sie ist zwar kombinierbar, deshalb beende ich das Beispiel an dieser Stelle, weil es adäquatere Lösungen gibt. Nur damit ihr seht, dass es auch mit der Wunschtechnik klappt. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass wenn Sie schon eine Ausnahme machen und vor dem Schlaf kaufen, dass es dafür mehr als 1000 gute Gründe gibt, nicht wahr? Um diese Ausnahme zu rechtfertigen. Achtung, dann breche ich ja mein Prinzip. Er sagt nicht mehr Nein, sondern spricht über die Ausnahme. Und jetzt, dann ist es Ihnen wichtig, dass es sich lohnt, auch morgen noch das Prinzip heute gebrochen zu haben. Und zwar von ganzem Herzen. Ins Mikro. Wie ist denn dann der letzte Preis? Ja! Wie ist denn dann der letzte Preis? Verkauft! Also kurz davor, bevor er mir wieder abhaut, weil er nachts mit anderen Leuten spricht, die ihm ihre Weltmodelle aufspielen auf seinen Computer. So habe ich doch noch wenigstens eine Chance, jetzt gleich abzuschließen. Vielleicht sage ich auch, nee, geht nicht. Aber dann lohnt es sich, einen Tag zu warten, wenn er am nächsten Tag den Preis akzeptiert. Einverstanden?